Richtig, genau. Und der hier ist wirklich selber gemacht. Ja, ich würde tauschen. Magst du mal noch die Uhr ein, kannst du meinen haben. Für die Serienabgasanlage klingt der wirklich gut. Muss man sagen. Jo, was geht ab, meine lieben Freunde des gepflegten Motorsports? Es ist wieder Wochenende und ich habe hier jemand ganz Besonderen mal wieder mitgebracht. Nämlich, da hinten steht er, den lieben Per. Den kennt ihr hoffentlich noch. Also, mich wundert es ja, warum das Video fast keine Sau angeschaut hat. Hier steht er. Sein E30 Pandem Breitbau. Aber um den soll es heute nicht gehen, sondern um seinen C63 AMG. An dem ist nämlich auch einiges verändert. Ich finde es optisch ein richtig, richtig geilen Umbau. Und ja, wir wollen heute wirklich mal ein einigermaßen kurzes Video für euch machen. Kein unnötiges Schnacken und Palaber und sonst was. Ich lasse heute auch mal den Carporn weg, weil ich keinen Bock habe. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ist auch schon spät, wird bald dunkel. Aber dafür hier ein kleiner Teaser für euch. Demnächst Video C63 AMG gegen, wo steht er da hinten? Gegen meinen M3. Wir werden Autos tauschen. Und wir werden einzelne Kategorien, wirklich so wie bei Grip, wie man es kennt, wir sind gerade dran, wir wollen einen Flugplatz organisieren. Also wenn das klappt, das wird wirklich mega. Da gibt es ordentlich Action und dann könnt ihr wirklich mal für alle, die sich für diese Autos interessieren, abwägen, welches das richtige Auto für euch sein könnte. Jetzt legt mal los mit dem Video. Wir stellen euch den C63 jetzt einfach mal vor, innen sowie außen. Da ist einiges gemacht, richtig cooler Style. Und danach drehen wir eine Runde, dann gibt es einen Soundcheck und Feierabend. Also ganz viel Spaß und wir freuen uns auf euer Feedback. John Pierre. So, lieber Pierre, jetzt mal richtig, ne? Gerade habe ich dich mit Pierre beleidigt. So, lieber Pierre, Scheiße, Pierre. Lieber Pierre, wir kennen dich ja schon aus dem letzten Video, zumindest einige. Cooler Typ, mega geil. Wir waren heute zusammengehockt, ein bisschen gequatscht, geplauscht. Ja, im Übrigen, ich weiß nicht, Lukas, kann man das Auto auch mal kurz zeigen? Schaut mal her. Machen wir das nochmal ganz kurz. Also hier steht der Breitbau E30 drin, schön abgedeckt. Und hier steht auch ein E30. Kein Breitbau. Und bitte steinige mich nicht. Ich finde den auch verdammt geil. Würde ich sogar bevorzugen, weil der halt nicht so auffällt. Weil damit, da glotzt ja jeder. Ne? Da würde ich mich dauernd, bin ich zu genannt, glaube ich. Wobei dann natürlich schon eine Nummer für sich ist. Der hier ein bisschen klassischer. Und Lukas, was ist so das Highlight an dem Fahrzeug motortechnisch? Der V8. V8, was ist für einer drin? M60? Aha. Ja, 40 geil. Mega. Ja, klingt auch gut, ne? Muss man auch dazu sagen. Also das Ding, ja, das ist noch richtig schöner Sauger V8 auch, ne? Willst du mal starten? Ne? Komm, starten wir mal. Wäre cool. Dass er mal was Gescheites zum Hören bekommt, bevor es den AMG gibt. Ah, geil. Geil, langt schon. Nicht, dass wir noch was kaputt machen. Abgasanlage, ganz kurz, Eisenmann vom, darf man das sagen? Vom Corsa war das. Vom Corsa. Oder? War der vom Corsa? Weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es nicht, aber... Ich denke mal 3er, 5er so in dem Dreh. Der war nicht von BMW. War nicht von BMW. Nee? Okay. Krass. Aber so groß, der wahrscheinlich eher von Omega vielleicht oder Vectra oder sowas. Weil der ist schon recht groß von der, ja, von der Gesamtmasse her. Ne? Aha. Aber du denkst von Opel? Ich glaube, ja. Opel, geil. Cool, passt. Oder BMW auch ein Opel Remus drunter. Hört sich geil an. Echt, ja? Der war auch von Opel. Mega. Ja, ja. Mega. Also wirklich verrückte Kerle hier und ja, da fühlt man sich als Autoverrückter sehr wohl. Aber man muss auch dazu sagen, die zwei können schrauben, ich nicht. So, Per, ja. Dann würde ich sagen, zum Wesentlichen: C63 AMG, kein S-Modell. In dem Fall spielt es keine Rolle, weil du hast ein bisschen was gemacht. Genau. Fangen wir mal ja, außen an. Was ist denn alles verändert worden? Genau, also außen haben wir hier die Frontlippe dran, der Rest ist original, sämtliche Kunststoffteile in Schwarzglanz lackiert, einiges war halt schwarz-matt, einiges war von den Glanzteilen schon nicht mehr so schön, der Grill natürlich komplett in Schwarzglanz, der war auch selber verchromte Sterne und so weiter, sexy, schwarzes Emblem auf der Haube, aber das sind so alles so Kleinigkeiten. Bei dir steckt ja wie immer die Liebe im Detail, muss man auch dazu sagen, ne? Ja genau, Avention Engine. Genau. Es gibt ihn ja original von Mercedes, den kann man da kaufen, also den gibt es auch so und warum das nicht machen. Ne? Okay, ja. Passt ja dazu. Cool. So, dann haben wir hier, das Fahrzeug steht auf 20 Zoll BBS CIR Felgen mit Michelin
Pilot Sport 4S Reifen in 9 und 10x20. Mehr geht halt unter die Serienradhäuser nicht. Mhm. Die Bremse ist halt die normale Stahlbremse vom C63, weil es ja nicht S ist. Ja. Die Bremse sind lackiert. Mhm, passt gut. Ja, ist mal was anderes in Blau. Sehr schön. Ansonsten haben wir das Night-Paket, was ja original quasi kam. Heckspoiler ist von Letev Performance. Die sind bei Frankfurt, glaube ich, her. Ah, ja. Ist Carbon. Ah, geil. Das finde ich schon sehr sexy. Ja, der hat halt den schönen Schwung. Ne? Das genau, genau. Ja, ist jetzt nicht diese typische Frittentheke, machen ja auch viele drauf. Finde genau. Ich passt jetzt nicht so gut. Ja. Das ist wirklich geschmackvoll und auch einigermaßen dezent, sagen wir es mal so. Schaut geil aus. Genau, ne? Und er nimmt halt diese Form vom Heck auf, diese runde Form. Ja, das ja, fand ja. ich cool. Weil es gibt sie auch in eckig und kantig, aber das finde ich passt zu diesem runden 205er Modell. Ja, ja. Deswegen fand ich das ganz cool. So, dann haben wir die Heckleiste, die ist schwarz foliert. Ja. Der Stern ist lackiert. Das ist immer schlecht zu folieren, weil sehr filigran. Ansonsten haben wir hier noch einen anderen Diffusor dran. Also der Einsatz vom Diffusor ist anders, der Rest ist Original AMG. Ja. Auch alles wieder in Schwarzglanz lackiert, war auch vorher schwarz-matt. Sexy. Ja, genau. Fahrwerkstechnisch. Ein paar Aufkleber. Fahrwerkstechnisch haben wir hier KW-Gewindefedern verbaut mit den Seriendämpfern. Ja, finde ich gut. Was auch ein ganz gutes Setup ist. Ja. Also die Seriendämpfer, dieses adaptive Fahrwerk passt eigentlich ganz gut vom Mercedes. Ja, ja. Ja, also es lässt sich gut fahren. Du hast die drei verschiedenen Modis. Für jemanden, der es auch mal gemütlich mag, ist es halt eigentlich auch gut. Ja, er geht auch sportlich straff. Die haben einen guten Spagat zwischen Sportlichkeit und guten Alltagskomfort. Finde ich auch gut. Ja, finde ich auch gut, ja. Genau, das passt ganz gut. Schön. Ja, ansonsten haben wir noch einen schwarzen V8-Biturbo-Schriftzug. Den gibt es so aber zu kaufen. Das ist eigentlich nicht so das Problem. Und das war es eigentlich schon zu außen. Also wenn man mal von vorne schaut, der steht schon wirklich tief da. Ne? Also du musst auch immer ein bisschen, wie sagt man, in Franken bei uns, ne? Bist ja ein Zugreister, gell? Aber mittlerweile heimisch hier, oder hoffe ich? Ja, so ein Drittel Franke. Genau, aber da muss man schon Obacht geben. Ne? Also ja, Obacht. Ja, Obacht heißt es. Ne? Genau, ja. Ich sage nur hier, glaube ich, hier ist ne, so eine Stelle, also man sieht hier diese, der vom Tor zum Einrasten. Das ist der Ölwarnkiller, ja. Ölwarnkiller, ja, genau. Nee, okay. Ja. Sehr schön, sehr stark. Ist quasi, aber noch nicht mal dein Daily? Ist jetzt nicht mehr der Daily. Er war Daily für 2 Jahre und auch im Winter und da ist er einfach zu schade für. Jetzt hat er Saison. Wir haben jetzt noch ein Daily. Ja, ist nichts Erwähnenswertes. Ja. Naja, ich finde eigentlich, es ist ein schönes Auto. Phaeton, ne, kann man jetzt sagen. VW Phaeton ist schön. Ich finde den eigentlich ganz cool, weil es ist halt eine Plattform. Dieselbe Plattform ist halt, ich finde es auch in einem Bentley, ne? In einem Continental Flying Spur und A8. Das ist Continental, ja. Genau. Ja. Also er ist saugemütlich und das sollte auch sein für einen Daily. Genau. Und mit einem 3 Liter Diesel, denke ich mal, auch als sparsam. Passt, okay. Ja. Er muss halt nicht mehr in Winter und das war die Hauptsache. Weil jawohl. Im Winter ist das Auto einfach zu schade. Ja, definitiv. Ja, und von deinem E30 ganz zu schweigen, der ist nur, wenn wirklich Sonnenschein und Bock und Lust oder mal ein Treffen. Ne? Also es ist kein Thema, den Daily zu fahren. Das geht schon, das ist nicht so schlimm. Aber wie gesagt, viele, viele Kilometer. Ich fahre jetzt sehr viel und Winter will ich auch nicht mehr. Deswegen, ich möchte ihn auch erhalten, ich möchte ihn auch behalten. Deswegen dann noch halt jetzt bloß noch Saison. Genau. Jawohl, super, stark. Ja, ansonsten außen. War es das wahrscheinlich soweit? Außen ist es soweit durch, ja. Okay. Innen ist ja jetzt nicht extrem viel gemacht, aber der Überrollbügel. Genau. Und der ist schon sehr knackig. Und das ist jetzt der, den hast du selber gemacht. Der ist selbst gebaut. Den hast du selber gemacht. Da habe ich das ja letztens verwechselt im E30-Video. Ja, genau. Ne, da hast du mich dann korrigiert, den hast du dir machen lassen. Richtig, genau. Und der hier ist wirklich selber gemacht. Also da muss man auch dazu, ich bin weder Schweißer noch sonst irgendwie Schrauber. Das sieht echt gut aus. Also, und es riecht auch gut da drin. Ah, Rituals, sehe ich schon was. Ja, sieht gut aus. Was hast du denn dafür gebraucht an Zeit und Materialkosten? Kann man das irgendwie grob zusammenfassen? Materialkosten kann ich genau sagen, waren exakt 100 Euro. Inklusive der Isofix-Klemmen, die ich hinten drin habe, weil es ein Isofix-Clubshop-Bügel ist. Ja, also er ist nicht verbohrt und verschraubt, beziehungsweise steckt da hinten im Isofix drin. Und nach vorn zu den Sitzkonsolen gibt es quasi einen Halter, der unter die Sitzkonsole des Sitzes mit drunter geschraubt ist. Okay, cool. Ist auch eingetragen, sollte man mittlerweile machen. Die Clubshop-Bügel sind nicht mehr eintragungsfrei. Ach ja. Zu allen Irrtums von Leuten, die das verbreiten. Ja, Materialansatz war wie gesagt 100 Euro und plus Pulvern on top. Okay, cool. Haben wir wieder was gelernt. Super, finde ich gut und günstig. Ne? Ja, wenn man es selber machen kann.
ich wusste halt nicht, ob es wirklich in T63 passt. Deswegen dachte ich mir, okay, ich mir da jetzt für 700, 800 Euro einbauen lasse, ich baue das halt schnell selbst. Ja, schweißen kann ich, kein Thema. Mhm. Und Materialeinsatz ist relativ wenig. Hat mir dann getaugt und pulvern lassen und dann hat reingebaut. Zeitaufwand war da, es dauert schon eine Weile, ne? Du musst dann die Rohre ausklinken und so. Glaube ich. Das kannst schon locker mit, mal immer nebenbei, mal so ein, zwei Wochen gehen das so, schon drauf. Okay, krass. Ja, immer mal so abends, mal ein, zwei Stunden halt. Ja, klar, hast du noch was anderes zu tun. Auch. Ja, genau. Hast du noch ein Leben und einen Job. Ja, ja, genau. So, ansonsten Innenraum technisch ist es sonst soweit Serie. Ja, genau. Also ich sehe schon mal, ich bin ja das als, den als T-Modell C43 gefahren, deswegen fühle ich mich das sehr heimisch. Ne? Burmester sehe ich. Kennst du noch ein wenig, ne? Ich finde Burmester echt wichtig. Du hast gesagt, Burmester reicht dir nicht. Genau. Was hast du da noch gemacht? Ich habe noch einen externen Subwoofer nachgerüstet. Aha. Weil das Burmester an sich klingt schon gut. Hm. Höhen und Mitten sind geil. Die Präsenz ist mega. Die Räumlichkeit ist super, aber der Bass... ja, der ist halt nicht ausreichend. Ach, hier die... Genau, wir haben jetzt hier einen Downfire-Kickerwoofer mit einer Aktiv- und einer Passivmembran. Also so 230er sozusagen vom Bauch drin. Sehr kompakt auch. Und das läuft über eine 500 Watt Sinus-Endstufe. Ah ja. Und über einen aktiven High-Level-Low-Level-Konverter, der vorne von den Fußraum-Subwoofern abgegriffen wurde. Ah, also cool. Du brauchst ja die Subwoofer-Signale. Ja, ja. Die sind auch über eine Passivweiche nochmal begrenzt auf 100 Hertz. Und die 100 Hertz bekommt halt die Endstufe zum Verarbeiten für die Subwoofer-Box an sich. Cool. Bin ich gespannt drauf. Ich würde sagen, wir drehen jetzt mal eine Runde. Jetzt hören wir uns das Ding mal beim Start an, weil der klingt schon knackig. Ne? So ein kleiner Löwe, der da drin sitzt. Ne? Und ja, drehen eine Runde, dann gibt es noch einen Soundcheck und dann sind wir auch, glaube ich, schon durch. Aber jetzt erstmal Gas geben. Ne? Starten wir mal. Genau. Hört sich schon mal gut an. Ich bin gespannt, wie es sich dann unter Last anhört. Ja, geht schon. Ja, also da vom Sitzen her fühle ich mich gleich wohl. Und es ist, ja stimmt, es ist auch bequemer als im M3. Es ist alles wegen, ich finde, es wirkt trotzdem etwas moderner. Ich war zwar nie der Fan von diesem hingeklatschten Display so wirklich. Das sagen tatsächlich viele, ne? Aber ich finde das total völlig okay. Es war auch okay, ja, das schon. Das schon, ja. Ja, aber viele tatsächlich sagen, dass das sieht so billig aus, so aufgesetzt, wie jetzt auf ein iPad hingeklatscht haben. Bisschen, ne? Ich meine, beim M3 ist ja auch so ein rausstehendes, ja, ne? Aber es ist... Und bei allen neuen Autos, schau mal die neue S-Klasse, die sieht ja Porno aus, ne? Mega, mega, aber der hat ja auch ein sehr freistehendes, zentral Mega-Display, ne? Was ich da unfassbar geil finde, ist der neue EQS, oder wie der heißt. Ach, das Ding, ja. Das der hat ja hier, der hat so ein... Also, das ist Porno, also Interieur... digital, mega. Wenn digital, dann so. Das finde ich schon geil. Was ich auch cool fand, ich bin ja auch den E63S gefahren. Ja. Da habe ich mich ja so in den Motor verliebt, weil es derselbe Motor. Ja, ja. Und der hatte den komplett durchgehenden Display. Es war erstmal gewöhnungsbedürftig, aber nach einer Weile fand ich das schon echt cool. Ja, doch, hat was. Da sind diese alten Sachen hier, denn die ich in Rundenzimmer mit Zeigern halt auch so ein bisschen altmodisch. Stimmt schon, ja, stimmt. Aber allgemein muss man schon sagen, sieht ja wirklich im Gegensatz zum 3er BMW wesentlich hochwertiger aus. Ja, richtig. Drin. Die Materialien sind nicht hochwertiger, aber die Verarbeitung ist Design auf jeden Fall. Schon, ja. Aber das heben wir uns auf für unser Vergleichsvideo. Das stimmt. Genau, da, da reden wir jetzt noch nicht drüber. Genau, ja, sonst wollen wir nichts spoilern. Ja? Ja, genau. Aber was mir echt gleich auffällt, also du bist auch gerade, für mich wirkst du wie ein komplett anderer Typ im Vergleich, wenn ich das Bild vor Augen habe, wie du in deinem E30 gesessen hast. Schön. Toller Klang. Ganz toll. Gleich komplett anderer Typ. Mega cool, feiere ich hart, weil das ist so eine extreme Spreizung. Nicht bloß wegen Mercedes und BMW, sondern die ist wirklich extrem alt oder vergleichbar. Ne? Ich meine, Baujahr, was hatte? 87. 87 gegen 2016, 17? 17. 17. Das sind Welten und nee, echt geil. Was gibt's denn zum Thema? Oh, schön. Ja, das klingt schon geil. Das ist einfach. Die Downshifts sind nice, ne? Ist was anderes. Serienmäßig, ne? Abgasanlage. Genau, komplett serienmäßig. Hat die Performance-Abgasanlage. Das finde ich sehr wichtig, ja. Die war auch wichtig, ausschlaggebend beim Gebrauchtwagenkauf, dass er die hat. Also Burmester und Performance AGA, die waren mir schon wirklich wichtig. Kann ich nachvollziehen. Weil alles, was auspufftechnisch Aftermarket unterwegs ist, hast du ja wieder dann die Sorgen mit dem TÜV, mit der Lautstärke, mit Eintragen, mit Lautstärken, dB-Erhöhen. Hast du zählt, ja. Das ist ja kompliziert. Das stimmt, ja. Deswegen, und die ist mit ihren eingetragenen 100 dB im Fahrzeugschein schon ordentlich. Ja, doch. Ja, passt. Ja.
Ansonsten Software. Wir haben ja jetzt angeteasert. Also ich hoffe, man sieht uns noch ein bisschen, weil es doch sehr dunkel jetzt schon ist, also für die Kamera wahrscheinlich. Aber ist jetzt ehrlich gesagt auch wurscht, Hauptsache man hört was. Wir haben ja angeteasert, Video kommt, M3 gegen C63, jetzt ist meine ja ein Competition, hat Software drauf, Stage 1. Deiner ist kein S, sondern das normale Modell, aber hat auch Software. Also der Vergleich wird deswegen nicht irgendwie unfair. Was hat der hier drauf? Stage 1 wahrscheinlich? Stage 1, genau. Wie viel Leistung? 600 PS, 800 Newtonmeter. 600 PS mit der Stage 1? Mit Stage 1, das ist... Ach du Heiliger. Das ist ja genau, das ist der Vorteil halt von dem Auto, von dem Motor, ne? Ja, krass. Da ist nichts geändert, außer Sportluftfilter, aber die bringen ja nichts, ne? Krass. 476 Serie auf 600. Genau. Das ist schon eine Ansage. Die streuen aber auch nach oben. Ja. Die sind ja meistens so doch schon so bei 500 PS. Ja, okay. Die S-Modelle sind meistens so, wie ich gesehen und gelesen und gehört habe, bei R540. Okay, okay. Deswegen bist du da easy peasy auf 600 PS und 800 Newtonmeter. Geil. Mega, ey. Fand ich halt das cool. Das ist ja, weil ich schalte mal auf... Ach, so, das ist, nee, ist ja kein Deutsch. Gerade eigentlich ist das doch ein wenig anders als bei meinem damals. Das ist ja nur das... Du hattest einen wesentlich neueren, denke ich, ne? Was war das für ein Baujahr? 2018. Erstzulassung? Ich glaube, da war das Facelift, glaube ich, dann auch schon. Nee, war kein Facelift. Nee? Nee, war kein Facelift. Aber ich hatte halt den großen. Achso, weil da hat sich noch einiges noch mal getan halt. Genau, richtig, ja. Nee, aber reicht. Ich wollte jetzt nur schauen, dass ich gucke, vielleicht irgendwo können wir dann mal den Soundcheck machen, genau. Nee, also ich muss sagen, ich habe ja schon Bedenken gehabt, Mensch, jetzt nicht, dass ich dich dann, wir wollen ja auch dann Zeiten messen, ne, ein bisschen Performance testen im nächsten Video dann oder im Vergleichsvideo, dachte ich schon nicht, dass die Leute schon, ja unfair, du hast ja Software und Competition und das ist ja ein normaler C63, ne? Aber jetzt habe ich schon ehrlich gesagt ein bisschen Bammeln, also 600 PS, weiß ich gar nicht, wie ich da mithalten soll. Naja, ich denke mal, du hast ja auch Stage 1 drauf. Ja, 540 PS. Geht gut, klingt gut. Und ich denke mal, ich fahre ja mit ein bisschen mehr Gewicht rum. Etwas, ja. Der C63 wiegt ein bisschen mehr. Mhm. Das wird sich wahrscheinlich nicht viel nehmen. Wenn nicht, dann gleich auf, wenn nicht sogar der M3 unten rum besser rauskommt. Ja. Ja, aber ich habe auf jeden Fall mit dem Drehmoment auch ein Grip-Problem. Okay. Gerade beim Anfahren, zum Beispiel 0 auf 100, kann ich ja sagen, bin ich schlechter als Werksangabe. Ach was. Weil der die Leistung einfach nicht auf die Straße kriegt. Oh, das haben wir schon gemessen mit einer Draghi. Okay. Da waren wir, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube bei 4,1 oder 4,3 und ich glaube angegeben ist er am Werk mit Sehenleistung schon bei 4,1 oder sowas. Ach ja. Ja, okay. War schlechter als Werksangabe. Ja, 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 okay. Wegnehmen fürs nächste Video dann mit dem Vergleich. Ich fühle mich hier irgendwie wohler. Ich weiß nicht, das ist alles etwas. Das ist eher so der Macho, ne? Ja. Der sportliche Typ. Vielleicht so ein guter Mix, ne? Das sind wir zwei, oder? Auf jeden Fall, ja. Also sind schon zwei coole Autos eigentlich, ne? Klar, sehr coole Autos. Definitiv. Muss man schon sagen. Und du also findest den M3 auch geil, hast du gesagt, ne? Mega. Also war ja auch eins der Autos, die wirklich bei mir. Ja. In der Kaufentscheidung mitlagen. Warum dann letztendlich für den C63 entschieden? Einfach, weil der den Spagat besser kann zwischen Daily, Alltag, bequem, aha, weil ich auch viel Langstrecken reise. Mhm. Wenn ich in der Heimat fahre, dann bin ich ja auch viel Autobahn unterwegs. Ja. Und aber auch bedingte Sportlichkeit. Also und ein bisschen mehr Luxus. Ja. Auch ein bisschen bequemer. Ja, auch nicht mehr der Jüngste. Der Gott lässt mich nicht los jetzt. Okay. Ach, mein Ranzen muss hier irgendwann mal wieder reinpassen. Ja. Der Gott mag dich. Genau. Und, und vor allen Dingen ausschlaggebend V8. Also ich fahre seit 2007 durchgängig V8 mit ein paar kleinen Sechszylinder dazwischen. Ja, ja. Ganz viel BMW natürlich auch. Mhm. Und ja, einmal V8, immer V8. Das ist so ein bisschen gerade meine Baustelle. Ja, du kennst das. Ich bin ja auch schon viele V8 gefahren. Ne? Ja. Ich bin auf der Suche. Es ist halt, es klingt anders. Ja, ja. Oh ja. Es klingt halt einfach anders, schon vom Motor her im Motorraum. Vor. Ja, ja. Es ist diese Uhr, diese V8-Uhr-Gewalt ist halt irgendwie cool. Also, stimmt. Ja. Achso, ja. Finde ich geil. Und dann, wenn man sich noch vorstellt, man kann ja trotzdem noch was an der Abgasanlage machen, theoretisch. Ich sag mal im Grenzbereich, aber das muss dann schon ordentlich scheppern, ne? Ja, ich würde tauschen.
Magst du mal noch die Ode ein, kannst du meinen haben. An den Bügel musst du raus, sonst kann ich die Kleine hinten immer bequem hinsetzen. Ja, den kannst du ja tatsächlich in 5 Minuten ausbauen, ne? Echt, ja? So ja, ja. Plug-in-Play-mäßig? Das ist wirklich, das ist extra so gebaut. Ja, also die Clubsportbügel sind ja so gebaut, damit man sie schnell entfernen kann. Aha. Das geht wirklich easy peasy, ganz schnell, ohne Sporen, wie gesagt. Ja, ja. Schon cool. Geil. Wirklich. Ich habe mich reingekocht, nichts am Sitz verstellt und könnte jetzt wegknacken, ehrlich. Das fand ich auch cool. Ich habe mir vorher als Daily mal gehabt ein 204er C-Klasse T-Modell, 3 Liter Diesel und ich fand den so bequem. Der hat die AMG Sportsitze drin gehabt. Okay. Ich fand den so ultra bequem. Mhm. Da hast du dich einfach reingesetzt das erste Mal und der wurde halt gleich, hat er gleich gepasst. Ja, ja. Ja, auch schon auf einmal. Ja. Das ist in dem hier eigentlich auch. Fabrik ist auf Sport Plus, oder? Ja. Merkt man. Ja. Geil. Ja, ein Panoramadach. Ich finde das einfach wichtig. Ich finde es geil. Die wäre es wahrscheinlich wurscht gewesen, oder? Ich hätte es gern nicht gehabt. Echt? Das ist, das ist immer grundverschieden. Einfach aus Gewichtsgründen. Ja. Ja, aber es gab damals wenige, die es nicht hatten. Also eigentlich gab es gefühlt in der Farbe gar keinen, der es nicht hatte. Okay, okay. Also irgendwie hatten sie alle Panoramadach damals angekreuzt. Warum das halt auch immer. Ich kann es nachvollziehen. Ich finde es geil, es ist ein bisschen noch ein bisschen offener, freundlicher, heller. Ja, ja, wie man es mag, ne? Ja, ja. Ich finde es immer ganz schön, wenn der schwarze Himmel halt komplett durchgehend ist. Ja. Ich finde, das wirkt irgendwie so noch so ein bisschen so gedrückter, so sportlicher irgendwie. Hat auch, ist auch was dran, ja. 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 Sehr geil. Gekünstelt, sage ich mal. Es ist auch trotzdem noch ein V8-Sound und sie haben es auch wirklich gut gemacht. Das finde ich auch, bei AMG. Man muss auch sagen, es ist auch laut für so ein relativ neues Auto. Mega. Ohne OPF, ne? Ganz wichtig, dazu zu sagen. Das ist, glaube ich, auch heute so in aller unser Sinne. Und man muss ja auch dazu sagen, jetzt im Vergleich, wenn der neue wirklich, oder was heißt wirklich, er kommt mit einem Vierzylinder mit irgendwelchen Elektroturboladern oder schieß mich tot. Da ist das hier, glaube ich, schon eine gute Bank. Der letzte seiner Art halt, ne? Genau, ja, ja. Auch wenn der immer neben den 204er C63 so ein bisschen im Schatten steht, weil das halt so eine Legende ist. Ist er. Ist ja auch verständlich irgendwo. Genau. Aber ich finde, die fahren besser. Na klar. Ja, weil 204er C63 war ja auch mit auf der Liste als eventuelles Auto. Okay. Ja. Bin ich auch gefahren und muss ich eher sagen, wenn man das hier fährt, und ist schon ein Unterschied. Definitiv, Und, hier hast du natürlich auch einiges an mehr Komfort und Gimmicks, ne? Technik und so weiter drin. USB, Bluetooth etc. funktioniert bei den Autos ja viel, viel besser. Ja, und das wollte ich auch. Also wenn man hauptsächlich das Auto fährt, möchte ich einfach, sag ich mal, diesen gewissen modernen Luxus haben. Deswegen halt auch ein recht neues Auto im Vergleich zu den anderen. Ja. Weil ein neues Auto oder ein recht neues Auto mit ein bisschen Komfort muss ich schon haben. Das denke ich ja. Ja, also nur denn so eine alten Autos oder nur Plastiker, wie es manche auch machen, hätte ich gar keinen Bock drauf. Hast du alles richtig gemacht? Da hast du wirklich die super Auswahl daheim oder in der Garage stehen, wo du für jede Lebenslage irgendwie ausgerüstet bist. Ja, ist auf jeden Fall alles was dabei, ja. Ja. Oh, super Wetter heute, oder? Tolle Sommernacht quasi schon fast. Cool, ne? Ist eigentlich auch schön, so nur rumzufahren. Ja, ne? Ja. Aber nein, wir machen hier Videogekasper. Ja, bei sinnlos rumfahren ist ja nicht. Ja, ja, genau. Ja, eigentlich ist es ja sogar Business, ja. Kann man fast so sagen. Kann man eigentlich so fast sagen. Ja, ja. Also wir fahren ja nicht sinnlos rum. Genau. Aber das darf man ja nicht. Richtig. Eine Promotion-Fahrt. Genau. Also hier können wir auch irgendwo einen Soundcheck machen. Können wir gerne.
Bevor es zu dunkel wird. Ich glaube, hier bei dem grünen Licht wäre es für Max oder für deinen anderen Spätzle geil mit Bildern. Mit Sicherheit, ja. Ja. Stimmt. Musst du dir mal merken. Aber hier können wir gerne, so, hier ist ja echt nichts los. Das ist ja hier ist nichts. Hier ist Industriegebiet, okay. Alles dicht, schon mega. Hier können wir doch voll scheppern lassen. Ja. Geil oder geil? Oh ja. Alter Vater, geil. Aber ich glaube, der Fehler war, wir haben die Fenster offen gelassen. Jetzt haben wir, aber ich glaube, du stehst da drauf, oder? Auf den Geruch. Oh, ich mag ja. Geil, mega. Geil. So, meine lieben Freunde, hiermit beende ich das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und trotzdem Spaß gemacht. Es war schon etwas dunkel, das Video ist sehr spontan entstanden. Aber für euch haben wir gedacht, werden wir das jetzt noch umsetzen. Wir würden uns sehr auf oder freuen uns sehr auf euer Feedback andersrum. Und ja, seid auch aufs nächste Video gespannt. Deswegen definitiv ein Abo dalassen. Auch gerne mal auf Instagram vorbeischauen. Und jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Bis dann und ciao.